Und damit ein herzliches Hallo und Willkommen aus dem Mutantenstadel hier bei Ark Steampunk. Ich grüße euch, Danu und Xa. Hi. Hi. Ja, wir wollen weiterhin Dinos mutieren lassen. Die nächste Paarung ist im Gange. Jetzt ist es tatsächlich... Nee, die ist eben nicht gerade im Gange. Moment. Jetzt. Also. Die frische Katze, die hat noch gar keinen Namen, ne? Nein, die ist noch namenlos. Mit schönem Bauchi, zusammen mit dem Cliffhanger, mit schönem Rücken, ja. Und Bauch, naja gut. Bauch, theoretisch auch schön, aber besser wäre es, ja, dann wird's wenn der rote Bauch. Überdecken. Also ideal wäre es jetzt wirklich ein Cliffhanger mit dem roten Bauch. Der ist ja gut, ist ja gut. Na, ist ja ein bisschen feiner. Ich weiß nicht, wie du den Kopf wieder da durchkriegst, aber es geht schon irgendwann. Und da drüben haben wir die Schweinchen. Genau. Die Mutter mit dem Sohne. Nee, die Tante mit dem Sohne. Die Tante mit dem Sohne, ja. Tante Grunz mit dem Neuen. Das ist ein schöner Kreis, unser Stammbaum. Schaut's mal nach dem Wandering. Das fahren aber auch nicht. Ja. Wandering ist an und auch an. Hä? Machen wir aus. Achso, die hat noch Cooldown, die Grunz. Tante Grunz hat noch Cooldown? Ja, oh, 3 Stunden. Oh oh. Dann brauchen wir doch den Schein seinen Stammbaum. Welche war die andere? Schau mal, Moment. Willi Wutz und Tante Grunz und Wilma Wutz. Aber die wird dann genauso nicht. Die haben ja zeitgleich gepaart. Schau mal, ob Wilma Wutz kann. Ich mach die Able Wandering derweil. Ja. Schwierig, aber die Wilma Wutz wird genauso wenig können. Da müssen wir bei den Schweinen noch warten. Ja, dann Wilma warten wir halt. Kann in 8,5 Minuten. In 8,5 Minuten? Ja. Ob ja. Okay. Waren die doch nicht gleichzeitig? Doch, aber der Cooldown dauert nicht gleich lang. Bring ich die Tante Grunz gerade mal wieder zurück. Zu dem. Na gut, dann haben wir halt keine Hauptmutation, oder? Doch, doch. Die Tante Grunz ist ja nur. Ah, ein ja, stimmt, Teil. Stimmt, ja. Das Schöne wäre nur an Tante Grunz gewesen, die hat den. Nee, Moment mal. Ah. Hat die Wilma den dunklen Bauch? Die Grunz hat nur vorne so ein bisschen dunkel, ja, am Hals. Ja. Wilma ist dunkel unten rum. Ah ja, dann war Wilma die dunkle, dann passt das ja sogar noch besser. Cliffhanger, halt. So. Ah, so. Derweil bin ich noch immer an unserem Raptor-Käfig. Ich habe da so ein bisschen weiter gebaut. Ich muss mal gucken, ob das noch ganz schön wird. Die kriegen das voll hübsch, die Raptoren. Dafür, dass sie quasi außer Dienst gestellt sind. Naja gut, vielleicht nochmal Höhle. Ich glaube Kornhöhle. Ja, mit denen in eine Höhle, oder? Oh ja, ja. Können wir machen. So, ich stelle die Schwangere mal darüber. Dann nehmen wir gerade noch ein paar Büsche mit. Also die Tiger sind erfolgreich verpaart, ja? Ja. Dein Cliffhanger hat sich vermehrt. Yay! Oh, ich hoffe jetzt endlich, dass sich sein dunkles Fell da durchsetzt, sein schwarz-grau, wie auch immer. Wäre schon schick. Ja, das wäre was. Da würden wir uns dann aber kloppen um den neuen. Oh ja. Naja, Danu hat's dann verdient. Nö, mir ist das egal. Ich hab doch eine schöne Katze. Willst du deine Miezematze nicht außer Dienst stellen? Nö. Ich finde den süß mit der roten Tatze. Mal als unser erster Mutant war. Eben. Matze, der Mutant, ne? Du bist aber nett heute. Oh Mann. Matze, ich kann nichts dafür. Das ist was Positives. War alles Koja. Wirkt nur ein bisschen befremdlich. ich brauch Fiber. Ja, das habe ich auch schon gebraucht. Habt's noch welches? 32. Sag mal, wo verschwindet eigentlich immer das Wood her? Ich pull immer 1000 Holz in den S-Plus-Table und jedes Mal, wenn ich angehe, ist es weg. Ich habe gerade ein bisschen was gebaut, aber ich habe eigentlich nicht so viel. Ich hab 12 Foundations oder so, 12 Railings gebaut oder sowas. Hat übersehen, dass noch welche drin waren. Nicht so schöne Büsche eigentlich. Busch. Ja, halt die runden.
Also da gibt es ja in Small, Medium und Large. Ansonsten finde ich noch diese Sträucher ganz nett. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Also es sind halt keine richtigen Büsche, es sind eher so, so kümmerliche Restverzierung. Aha. Stehen aber auch schon zwei drin. Moment, ich kann dir gleich sagen, wie das Zeug heißt. Ich habe jetzt einfach mal wild gebaut und werde schauen, was ich damit anrichten kann. Er hat wild gebaut. Hm? Ich habe ganz wild gebaut. Ich bin ganz wild. Bauer. Ist ja Rika More Tree. Ein Tree? Oder? Baum? Ja, es heißt Baum und braucht auch Holz, aber es ist so, ja, passt. Ja, so Bonsai-Größe. Aha. Wenn man so einen normalen Pflanzkübel nimmt. Hier mal meine Thylakuleo als Shuttle, glaube ich. Ja, jetzt kannst du ihn ja eh nehmen. Oh, stimmt. Ja, ist ja nicht ein Schwertchen. Ja. Also er ist fertig mit seinem Job. Er hat seinen Job getan. Sozusagen. Ja, ja. So wird das hier. So, hier haben wir den Raptor. Käfig, diese ganze Gestänge, das kommt zum Schluss noch weg. Und ich habe hier das Problem, dass diese Rope Railings von der Mod kein Exklus sind und womit sie sich nicht nach unten dran bauen lassen. Das ist echt kacke. Nee, nach unten leider nicht. Das ist echt super wertvoll. Ah, und jetzt habe ich das Problem, dass ich auch überhaupt nichts mehr dran flanschen kann. Okay, dann heißt das auf gut Deutsch Rope Railing AD. Wir müssen die herkömmlichen nehmen. Schade! Jetzt baue ich, habe ich nur Angst, dass ich irgendwie falsch abbaue. Ah, du hast die Raptoren ja auch schon komplett rübergebracht. Fällt mir jetzt erst auf. Blindfisch. Ist doch weg. Und die müssten jetzt eigentlich nach unten sich auch bauen lassen. Die lassen sich nicht nach unten bauen. Wie hast denn du das geschafft, Danu, bei dir? Was? Wo bist denn du? Hast du vielleicht die Chance rüberzukommen? Dann ist es einfach zu beschreiben. Ansonsten, die bei dem Käfig vorne, wo die Schweine sind, da hast du ja diese, wie heißen die? Diese Wood Railings. Ja. Auch von unten an, also von unten gegen gebaut. Die musst du unten quasi bauen. Du kannst nur draufsetzen. Das heißt, ich muss dann, wenn die schweben, muss ich unten drunter noch ein Kämpferdämpfer. Deswegen habe ich diesen Käfig teilweise unterirdisch gebaut. Ha. Der ist mehr. Also deswegen sage ich ja, ich habe schon sehr viel Erfahrung mit ihm im Wasser herumglitschen. Weil ich habe das für diesen Käfig 500.000 Mal gemacht. Okay. Soll ich da helfen, der Bahn? Dann, ja, weiß nicht, ist hier auch schon wieder Wasser unten drunter? Ich weiß gar nicht, möglich. Mach mal Ghost und schau nach. Oder dreh die Kamera. Naja, es geht. Unter Umständen. Ich meine, du landest, ja. Wenn Wasser drunter ist, ja, dann baue ich es da gerne. Wenn du 5 Minuten hättest? Ja, ich komme zurück. Ich besorge nur gerade halt Fleisch, aber jetzt kann ich. Ein bisschen was haben wir ja noch. So, dann muss ich nämlich so. Das ist doch schon. Dann kann ich da aus dem Wind dann noch später die Büsche setzen. Kriegen die hier eigentlich den Trog mit von der Mitte? Jupp. Oh. Hab ich geguckt. Ist der S-Plus-Trog oder wie? Mhm, hat so eine S-Plus. Reichweite. Mhm. Was? Da kannst du die Reichweite einblenden, das ist praktisch, ja. Ja, das ist von die Full-Range, oder? Was er ansagt. Achso, stimmt jetzt. Mittlerweile nicht mehr, ja.
Vorher haben sie beides drin gehabt, das war lustig anzuschauen. So, dann schauen wir mal, ob wir da noch durchkommen. Hier müssen wir noch irgendwas holen, ein Bäumchen hin. Ja, da kommen wir durch. Hier müsste eigentlich auch noch ein Bäumchen hin. Hi, Koja. Hallo. So, wo hast du jetzt ein Problem? Naja, du siehst ja den fliegenden Zaun links. Ja, ich sehe ihn. Hast du noch ein paar Dinger? Die sind vorne in der Baubox. Okay. Da sind noch so ein paar von den Dingern, ja. Ich meine, sie haben ja alle Hasenohren an, dann kriegen die jetzt auch blühende Büsche. In der Baubox. Ah, da sind noch welche, ja. Hast du dann die normalen S Plus? Achso, nee. Ich habe die S Plus Railings. Okay. Die habe ich da. Gut. Da kannst du haben tun. Leg die mal in den rechten Raptor rein, weil ich jetzt auch gerade hier wieder verschwinde. Ja, ist okay. Jo, Schäfchen warten auch schon ungeduldig. Wir wollen da rein. Ja, natürlich. Halt, Fiber. Ja, ich sehe hier dann ein Problem. Ja. Wenn es nicht geht, lass halt, ne? Dann mache ich da das Steine. Geht, natürlich. Hin. Also, ich hab einen Plan B. Das ist kein Problem. Okay. Wenn man die richtige Taste drückt. Bin immer noch begeistert von unserem Pronto-Haus. Oder Haus-Pronto. Das kann man sich dann aussuchen. Interessant, wo du dich hinsetzt. Ja, ich habe so das Gefühl, die Säulen sind so ein bisschen... Ich hatte vorhin die besten Ergebnisse, wenn man von der Seite geguckt hat und nicht irgendwie frontal. Dann hat er es am besten gesnappt. So, einen kleinen Baum brauchen wir da noch. Was sind denn so kleine Bäume? Da hatte ich ja schon mal Probleme mit. Nehmen wir so einen Laternenbaum, ne? Das sind, glaube ich, so ziemlich die kleinsten, ja. Ist, hieß der Lantern Tree? Wie ist der Lantern? Ich glaube, ja. Ja, könnte das sein, dass der Lantern Tree hieß. Leider nicht. Lantern, ich guck nochmal. Ansonsten schreib mal einfach Len rein. Ja, habe ich gerade, genau das. Ah, da kriegt man alles, was plant heißt. Super. auch nicht schlecht, da sind so ein paar. Wir hatten da Koja hier gebaut, das gibt's ja gar nicht. Ja. Was machen wir mal? Hat er da reinbaut? Ach, da hat er auch reinbaut, okay. Habe ich wieder was falsch gemacht? Nein. Habe ich nicht gesagt. Ich versuche gerade nur nachzuvollziehen, wie du gebaut hast. Ich habe einfach nur die Dinge auf dem Boden platziert, ehrlich gesagt. Mhm. Also, jetzt nicht irgendwie in den Boden oder sowas. Nur die Säulen habe ich ein bisschen verlängert nach unten. Ah, wer braucht hier was? Ich? Dreht hier voll. Ja, weil unten die Kräftchen lässt sich hochschnappen. Hatten, dass es nicht so Bodendecker gibt, also die wirklich den Boden schön bedecken? So richtig nicht. Es gibt diese blühenden Dinger da, ne? So kleine. Ja, aber die sind auch nicht so wirklich dicht. Das stimmt. Ich hab diesen Laternenbaum immer noch nicht gefunden. Moment. Gibt's ja nicht. Moment. Wer das? Nee, das ist der Zypressenbaum. Das Ding heißt. Ich hab. Zypress Tree. Zypress, genau. Ich hab mir jetzt auch gerade genau den Moment. Dankeschön.
Und da liegt auch noch dieser Sycamore-Tree drin, den kannst du dir ja mal angucken. Okay. Zwischen Stein und Holz ist er eingeklemmt. Oh, da ist doch hier gerade meine Büsche. Hast du, ich habe gerade Sycamore-Tree eingesammelt. Achso, na gut. Was hast Oder hattest du, nee, Wildflowers habe ich auch. Hattest du die? Die hat, ja, die Büsche hatte ich gebaut. Ich schmeiß wieder rein. So. Okay. Ach, da hat er nichts. Okay, Peter. Okay. Mal mitnehmen. Schaut mal, wer wie weit die Katze ist. Kann ich gleich gucken, ja. Irgendwie so einen Bananenbusch gemacht, egal. Wir sind hier schwanger von euch. Da, 50%, ein bisschen mehr. Ups. Du musst eine Sedgewand neu bauen. Oh ja, kein Ding. Oder eine schräge. Nee, eine nee, ich glaube eine normale Wand. Und ich habe zu wenig, ja. Meine Bude abgerissen. Ja. Warte, der ist jetzt in der falschen Höhe. So. Oh, sogar zwei Wände darf ich neu machen. Was? Du hast da eine Wood Railing drunter gesetzt. Achso, nein, da war aber nichts. Da war nichts? Nein. Ja, stimmt. Da wollte ich eigentlich eine Wand noch nach unten verlängern. Mhm. Ach, egal. Deswegen habe ich mir gedacht, da willst du Railing hier. Ja, da mache ich eh so dicht da. Da will ich zusehen, dass man da nichts mehr von sieht. Snap-Punkt. Nein. Dieser tote Baum sieht jetzt aber auch nicht so toll aus. Wie ein toter Baum halt. Ja, so, nee, irgendwie nicht so. Ich dachte gerade so bei den Fleischfressern, da kann auch mal so ein bisschen, weißt du, ich würde ja echt gerne noch so ein paar Skelette, so ein paar abgenagte hier hinlegen. Guja will Skelette rumliegen haben. Die Galoppel, Koppel ist fertig. Die Galoppel-Hoppel-Koppel? Ja. Galoppel-Hoppel-Koppel. Okay. Könnten wir das doch machen. So, so, so. So. Das sind alles für so ein paar Raptoren. Ich hoffe, die werden das zu schätzen wissen. Nee, vermutlich nicht. Doch, doch. Der hat nämlich gerade Scheiße gefunden. Merke ich gerade schon. Voll beschissen. Ja, doch so. Finde ich gar nicht mal so schlecht mit den toten Bäumen dann da vorne. So, und dann kann man jetzt nämlich hier... So einen Busch da hinsetzen? Ich würde sagen, die drübere Seite ist fertig, oder? Ja, dann ist die hier vorne auch fertig, weil da war ja alles. Da passte ja alles. Dann kann man das da noch hinsetzen und dann mache ich da vorne noch ein paar Büsche. Schön. Mhm. Ah ja, okay, dieser Busch ist echt nicht schlecht, in der Tat. Dieser, wie auch immer er hieß. Ja, ist halt nicht so groß und... Der ist nice, ja. Andersrum muss ich nur setzen. Oh, schön irgendwo in die Seite packen oder so, ohne dass er groß stört. Kannte ich noch gar nicht. Huch. Baum. Jetzt geht er. Und dann machen wir da hinten. Dicht. Oh, okay. Ist größer als gedacht, der Felsen. Nochmal. Ja, die ragen ja richtig rein. Was geht, das kann man lassen.
Unbusch. Ja. 70% ist die Katze. Nein. Bin ich echt gespannt, wenn da nochmal was Gutes rauskommt, dann wäre das ja eine recht glückliche Runde gewesen. Oh ja. Ja. Ja, ich würde sagen, Raptorgehege fertig. So, und du sagst, Galoppel, Koppel, Hoppel, Koppel, Galoppel ist auch fertig. Sofern du nicht was dran auszusetzen hast, ja. Naja, ich wäre nicht ich, wenn ich nichts dran auszusetzen hätte, oder? Auch wieder. Ich hätte auch hier den Zaun versucht, auf eine Höhe zu kriegen, oder? Also mit ja, dann wird er halt auf einer Seite richtig hoch und auf der anderen Seite ist er praktisch so, dass du überhopsen kannst. Meinen Sie, Danu? Muss ich was sagen? Ja. Umbauen. Dann sage ich nach dann selber. Okay. Das schaut so. Wo ist eigentlich der Nachtwächter? Schrägstrich in. Doch, gerade auch noch rumgedackelt, oder? Ein Tagwächtersee. Ach, da hinten da, beim Pronto ist. Beim Pronto, ja. Also die Raptoren fühlen sich wohl. Jo. Stell ich aber nochmal ein bisschen anders, Moment. Stell nur noch einen Liegestuhl und einen Schnitzelsmoothie. Ja, das ist schon so ein richtig schönes Pronto-Paradies. Jetzt brauchen wir nur noch ein Pronto, oder wie? Pronto-Paradies. Was habe ich denn jetzt alles mit Pronto? Ich meine, ich weiß es nicht. Raptor-Paradies. Ich glaube, ich müssen noch ein paar mehr Pronto-Kaffee machen. Ja, ich glaube auch. Aber dann brauchen wir wirklich bald eine Pronto-Familie und dann. Oh, du Scheiße, dann haben wir ein bisschen Probleme. Dann will ich bitte das Gehege dazu sehen. Die passen hier rein. Nein. Wagen sich doch nur in den Felsen. Ja, leider. Aber vielleicht sind es ja so Felsprontos, also vielleicht Bergpronto, mehr oder weniger, also dass die klettern. Achso. Wer weiß. Ganz bestimmt, Koja. Ja, soll's geben. Die meinen gefährlichen Felsprontos. Ja, die springen einem auch gern mal auf den Kopf. 83% haben wir. Yay. Oh, herzallerliebst. Wenn es jetzt mal aufhören würde zu regnen. Sonst noch Wünsche. Ja, das wäre echt toll. Dann könnte das wäre aber nicht dein Let's Play, wenn wir keinen Regen hätten. Oder Nässe. Genau. Du hast doch selber gesagt, das sind alles Konstanten bei dir. Ja, das stimmt. Stell dir mal vor, wird das eine Folge ohne Regen oder Nebel zeigen? Da springt dir doch gleich mal die Hälfte der Abonnenten ab. Genau. Ist kein Nebel, der Abo! Voller Fake! Kann kein Original sein, weg mit dem! Jo, dann haben wir doch eigentlich ganz gut. Achso, wir sind ja schon am. Naja, wir haben 24 Minuten. Ja, 87%. Kriegen wir das hin? Mit Serverstopp und Start, dass die dann. Das kriegen wir hin. Wenn wir ganz schnell machen, ja. Stimmt. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.